Venezuela droht nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl im Chaos zu versinken. Bei Protesten gegen Staatschef Nicolás Maduro wurden nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation mindestens 11 Menschen getötet. Laut Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Mitglied des Militärs von einer Kugel tödlich getroffen. Hunderte Menschen wurden demnach festgenommen. Maduro warf dem oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Edmundo González Urrutia vor, für die gewaltsamen Proteste verantwortlich zu sein. González Urrutia rief Armee und Sicherheitskräfte seinerseits zur Zurückhaltung auf. Maduro war von der regierungstreuen Wahlbehörde zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt worden. Demzufolge geht er nun in eine dritte Amtszeit. Die Opposition reklamiert den Sieg ihrerseits für sich. Sie spricht von massiven Wahlfälschungen.